Eine Pistole. Ernst jetzt? Ernst jetzt? Sie ist geladen. Ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, und willkommen noch einmal zum dritten Part von Harvester of Dreams. Wir sind stehen geblieben hier vor diesem dubiosen Raum, möchte man sagen, wofür wir diesen stummen Butler gebrauchen können, weiß ich zwar immer noch nicht. Für mich ist das... also... ah nee, tatsächlich. Das ist so eine Butler-Figur mit einem Tablett oben auf dem Kopf. Aber für mich ist das ein Tisch. Okay. Und, genau. Was auch immer das hier sein soll und was auch immer wir hier machen sollen, ich habe keine Ahnung, ob wir das, oh, ob wir das selber sind. Ich kann hier irgendwas lenken, aber da passiert ja nichts. Da passiert nichts. Schutzbrille vielleicht? Auch nicht. Meine Hand sollte nicht rein, meine Hand sollte ich nicht reinstecken. Keine Ahnung, vielleicht das hier? Ich will aber meine Hand da reinstecken. Ich dachte gerade, da wäre eine Tür aufgegangen. Okay. Und jetzt können wir da was lenken? Ja. Was sollen wir damit machen? Hier reinlenken? Ich habe absolut keine Ahnung. Oder vielleicht auf das Teil selber wieder? Nee, da können wir nicht. Hier drauf? Okay. Mann, ich denke, jedes Mal hinter uns steht dann gleich einer. Wo sollen wir das Teil nur hinlenken? Ich dachte vielleicht, dass das so eine Art Laser, der jetzt den... aber da passiert nichts. Boah, ist das laut hier drinne? Kann man aber nichts verändern. Ich tue das im Nachhinein dann leiser schalten. Okay, was haben wir noch? Die Linse, die Schutzbrille. Nee. Ein Glas? Auch nicht wirklich. Mann! Nee, die Atemmaske haben wir schon gebraucht. Wofür brauchen wir die Schutzbrille? Genetik falsch. Haben wir noch irgendwas? Münzen? Eine Axt? Eine Axt? Auch nicht. Die Axt haben wir schon benötigt. Das Rohr? Auch nicht. Was müssen wir hier machen? Wow! Auf die Tür vielleicht? Nee, auch nicht.
ganz komisch. Ja, aber das ist ja auch kein Laserstrahl oder irgend sowas. Müssen wir den Strahl auf den Typen hier richten? Okay, auch nicht wirklich. Okay. Was ist das hier für eine Kugel? Ich gehe mal raus nochmal hier. Wartet mal. Ja, aber ich weiß auch nicht, was das bringen sollte. Okay, mit dem kann ich auf jeden Fall den Strahl irgendwie umlenken. Aber die Frage ist, wo sollte ich den denn drauflenken? Ich könnte schon verstehen, dass man den dafür braucht. Nee, also ja, man braucht den schon, aber... Hä? Ich weiß nicht so recht. Müssen wir das auf das... Hä? Wo ist denn der... Wo ist denn jetzt der stille Butler hin? Oh nö, ist der jetzt weg? Ah nee. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich glaube, ich muss fast schnell nachgucken irgendwo. Ich glaube, ich schaue schnell nach, Leute. Sonst dauert das hier ja noch ewig. So, okay. Ich habe was herausgefunden, das aber hier nichts mit diesem Raum zu tun hat. Und zwar geht es darum, dass... ist natürlich super, weil von dem Spiel gibt es hier vielleicht gerade mal 5-6 Let's Plays. Sogar in allen anderen Sprachen. Mehr gibt es da noch gar nicht. Und es geht darum, dass man hier diese Leitung hier... Wir haben ja ein Rohr bekommen. Und dass hier irgendwo eine Bruchstelle drin ist, also hier kannst, ich muss ja echt in jede Ecke gucken, dass hier irgendwo eine Bruchstelle drin ist, beziehungsweise es fehlt hier irgendwo ein Rohr. Wo war, hier die Stelle, genau. Und da kommt jetzt unser Rohr anscheinend. Ah, ich verbrenne mir die Hand. Okay. Und das bringt jetzt was? Hat das jetzt überhaupt was gebracht? Oh, die Tür ist jetzt offen. Eine Pistole. Ernst jetzt? Ernst jetzt? Sie ist geladen. Take it. Das kann nichts Gutes bedeuten. Schießen, ablegen. Ein paar Flügel wären nicht schlecht. Flügel. Ach so. Das ist der Ausgang. Ich brauche einen Fallschirm, brauche ich. Ich möchte aber immer noch wissen, was hinter der Tür hier ist.
Okay. Hier waren wir schon drin, ne? Da geht gar nichts mal. Da geht auch nichts. Das ist der Ausgang hier. Es ist mit einem Sensor verbunden. Ah, hier oben. Ja, Feuer. Wir brauchen Feuer. Ich verstehe. Feuer hat's ganz oben, aber wie können wir da was holen? Höchstens, wenn wir das Glas hier mit Öl füllen. Ah, nee, komm nicht hier rein. Öl, was war denn das jetzt? Also, ich will hoch. Und zwar dann, wo es so laut ist. Ja. Und zwar, ich möchte aber eigentlich immer noch wissen, was in diesem komischen Raum hinter uns ist. Mit diesen, das verstehe ich alles noch nicht. Also jetzt wird es kurz nochmal laut. Nee. Scheiße. Ja, das sind dieselben Sachen, die hier einfach rumliegen. Der hat auf der anderen Seite jetzt den Schraubenzieher eingesammelt, ne? Ja. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, ich habe das Einzige, was ich natürlich noch probieren kann. Ich kann mit der Waffe mal gegen so einen Feueralarm schießen und mal gucken, ob da gegen den Rauchmelder und mal gucken, ob dann was passiert. Das kann ich natürlich noch probieren. Die Zeit läuft uns davon, meine lieben Freunde. So, schauen wir doch mal, ob da was passiert. Nee. Da passiert nichts. Hier fehlt wieder die Hälfte. Ja, der ist jetzt ausgegangen, oder was? Und hier fehlt auch der... Da. Ja, wow, das bringt mir nichts. Ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht auf den Feuersender irgendwie. Aber vergiss es.
Oh? Doch? Wartet mal. Tatsächlich. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Guckt euch das an. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr, dass ich da drauf gekommen bin. Ich schwöre, ich habe nicht geguckt, aber ey, aber das ist echt nicht normal. Okay. Damit wissen wir jetzt auch, warum, wofür. Okay, jetzt haben wir einen Fallschirm, Leute. Mega. Ey, wer kommt denn auf sowas? Oh mein Gott. Wer kommt bitte auf sowas? Nicht euer Ernst. So. Okay, Leute. Ausgerüstet mit einer Waffe. Machen wir uns jetzt auf den Absprung. Aber das und noch vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge. Von Harvest, nicht Harvest, tut mir leid, Leute, ich bin gerade voll neben der Spur wegen dem Scheiß. Hey, wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Sind zum Glück weitergekommen. Und wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder teilt mein Video, um mich ein bisschen zu supporten. Ist mega schwer, Leute für den Kanal zu gewinnen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und ich bin gespannt, was jetzt da unten passiert. Also wirklich jetzt. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.